Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch Stigma von Michael Hübner vorstellen, ein Thriller, erschienen im Goldmann Verlag, hat 444 Seiten. Das Cover ist schon sehr schön, das ist hier so, das ist ganz glatt und so ein bisschen erhoben. Das Cover gefällt mir sehr gut, also ich finde es einfach toll. Macht sich auch im Regal einfach toll, auch von hinten. Der Klappentext nicht so wie üblich alles, also total toll. Also, Stigma. Ich lese euch als erstes mal den Klappentext vor. Es beginnt erneut. Sie verlassen mich wieder. Und du weißt, wie sehr ich es hasse, verlassen zu werden. Deinetwegen haben sie mir meine Schätze genommen, über die ich so fürsorglich gewacht habe. Ich habe es nicht vergessen, im Gegensatz zu dir. Deshalb ist es an der Zeit, dein Gedächtnis etwas aufzufrischen. Das Spiel ist noch nicht vorbei und diesmal werde ich vollenden, was ich an dir begonnen habe. Ja, hört sich schon sehr spannend an, oder? Und zwar geht es um Tom Kessler, der mit 13 von einem Kindermörder gefasst wurde und er hat überlebt, logischerweise. Ich möchte nicht so viel zum Inhalt verraten, deswegen bin ich jetzt ganz vorsichtig, was ich euch sagen möchte. Mittlerweile lebt Tom Kessler mit seiner Familie, seiner Frau Karin und seinem Sohn Mark zusammen in einem Dorf. Er leidet unter Panikattacken, geht nicht aus dem Haus, wenn es nicht unbedingt sein muss. Dieses Ganze, was er vor 13 Jahren erlebt hat, hat in ihm etwas ausgelöst, dass er ziemlich schnell vor alles und jedem Angst bekommt. Diese Angst arbeitet er in diesem Buch quasi auf. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das reicht. Ich denke mal, es gibt auch schon genug Rezensionen, die vielleicht mehr verraten. Ich möchte es dabei belassen, weil es wirklich... dieses ganze Buch an sich macht das aus. Was ist Tom Kessler passiert? Dieses Aufarbeiten, seine Visionen, die er dann teilweise aus seiner Vergangenheit hat. Diese ganzen Sachen gehören einfach zusammen und deswegen möchte ich nicht mehr verraten, außer dass es richtig, richtig, richtig geil ist. Ja, das ist wirklich ein richtig genialer Thriller. Ich habe viel über dieses Buch gehört, bevor ich es gelesen habe. Mir wurde ganz, ganz, ganz oft gesagt, Steffi, jetzt lies es endlich. Ich habe es getan. Janine und ich haben das Buch zusammen gelesen. Wir waren auch gleichzeitig irgendwie fertig gestern. Und für schwache Nerven ist es nichts, auf keinen Fall. Also man sollte schon ein bisschen hartgesotten sein, beziehungsweise auch etwas härtere Thriller mögen. Aber ich muss ganz klar sagen, ich habe jetzt so oft gehört, wie blutig dieses Buch doch ist. Und ja, es ist grausam, ja. Es ist absolut grausam. Es ist krass, es ist grausam, es ist genial, es ist alles. Aber ich fand, Janine ist der gleichen Meinung. Ich dachte schon, ich bin irgendwie verkorkst oder so. Ich fand das nicht blutig. Ne? Es gibt Szenen, die meiner Meinung nach noch detaillierter hätten beschrieben sein können. Ich hätte mich über mehr Blut, noch mehr Grausamkeit echt gefreut. Ich weiß nicht, ob wir so bekloppt sind, aber es ist wirklich so. Das Buch war toll, es war klasse, es hat ganze 5 Sterne verdient. Der Meinung war ich nicht immer. Bis so 60 Seiten vom Ende war ich gestern, als ich bei Janine war. Und dann sage ich zu ihr, sag mal, findest du auch, dass was fehlt? Und sie, ja, finde ich auch, ja. Ich bin immer noch der Meinung. Ich glaube, dass da was ausgeschnitten wurde. Weil, also Herr Hübner, wir bitten darum, dass Sie uns die ungeschnittene Version zukommen lassen. Vielleicht ist das ja dann blutiger. Es ist genial, keine Frage, ich will dieses Buch nicht schlecht machen, es ist wirklich genial. Aber nach allem, was ich gehört habe, habe ich noch mehr erwartet. Und bis, wo ich gerade eigentlich stehen geblieben bin, bis so 60 Seiten vom Ende, habe ich gestern zu Janine gesagt, ich habe vorher Vater, Mutter, Tod gelesen und deswegen würde ich diesem Buch keine 5 Sterne geben. 4,5 Jahre, mehr nicht. Ich habe es dann gestern zu Ende gelesen. Das Ende ist sowas von genial. Das reißt alles raus. Es ist genial. Das Ende ist top.
Ein besseres Ende hätte es nicht geben können. Ich habe zu Janine gestern gesagt, das Ende, wenn passiert, bin ich zufrieden. Aber es ist nicht passiert, was ich erwartet habe. Überhaupt nicht. Und das war so genial, dass dieses Buch trotz alledem 5 Sterne verdient hat. Und es ist absolut lesenswert. Es ist ein klasse Thriller. Fesselt einen, ist so spannend. Die Kapitel sind ungewöhnlich lang. Habe ich noch nie so gelesen. Und normalerweise mag ich es nicht, wenn Kapitel so lang sind. Aber hier, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe gelesen, 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 gelesen und es war toll. Es war einfach, es war spannend. Die Sprache ist toll, es ist leicht zu lesen. Wow, klasse. Ganz, ein ganz, ganz, ganz klasse Thriller. Nur, das Cover sieht so aus, als wenn da mehr Blut im Spiel ist. Also, wer jetzt bitte mir erklären möchte, was er so blutig daran fand, bitte tut es. Ich verstehe es nicht. Vielleicht, ich sage ja, wir sind so verkorkst, Janine und ich, dass wir das ganz anders sehen wie ihr, aber ich fand es jetzt gar nicht so blutig. Nee. Ich fand es genial auf jeden Fall. Ja, was fand ich denn noch toll? Die Charaktere sind klasse. Die Psyche dieses Tom Kessler ist genial ausgearbeitet, muss ich sagen. Ich fand das so spitze. Es hat so einen Spaß gemacht, diesen ganzen Wahn in diesem Buch zu verfolgen. Einfach genial. Es ist grausam. Es ist krass. Es ist abartig. Es ist spannend, spannend auf jeden Fall. Es ist super, 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 super spannend. Und das Ende ist genial. Also, was spricht dagegen? Kaufen, kaufen, kaufen. Lesen, lesen, lesen. Es ist ein absolut toller Thriller. Mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Ich wollte es euch, es gibt ja schon viele Rezensionen, ich wollte es euch nur noch mal vorstellen, weil es wirklich, wow. Ich habe lange nicht so gute Thriller wie in letzter Zeit gelesen und schon gar nicht von deutschen Autoren. Ich bin immer noch ganz begeistert. Toll. Also, Michael Hübner, Stigma, lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.